Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Darksiders 3. Im letzten Part haben wir ja den Engelsstreiter besiegt und konnten auf diese Weise sogar die Aufmerksamkeit von Uziel erlangen, einem der höherrangigen Engel. Und der hat mit uns einen kleinen Pakt abgeschlossen. Wir sollen uns jetzt für ihn um Wollust kümmern, was wir ja früher oder später sowieso getan hätten. Und dafür wird er uns auch verraten, oder versuchen herauszufinden zumindest, wer genau jetzt hinter dem Mord an Güter Furys Pferd gesteckt hat. So. Und jetzt laufen wir hier durch diesen Friedhof von Engeln. Also hier sind extrem viele Engel aufgespießt worden. Sieht zumindest schwer danach aus. Könnte glatt sein, dass dass Wollust tatsächlich dahinter steckt. Wenn dem so ist, dann scheint ja eine Fähigkeit von Wollust zu sein, dass er die ganzen... dass er lauter Waffen aus dem Boden einfach mal auftauchen lassen kann. Oh, jo! Miese Drecksau. Okay, dieser untote Engel hat mich jetzt überrascht. Und da hinten ist dieses merkwürdige Ding, das sämtliche Seelen hier in der Nähe aufsaugt. Das muss ich natürlich zerschlagen, damit ich endlich mal etwas hier verdienen kann. Ja, ja. Den wollte ich erst einmal schön zu mir locken. Hep. Der hat mir in der letzten Folge schön den Todesstoß versetzt. Mal gucken, wie es jetzt laufen wird. Wow. Oh. Bis jetzt läuft es zumindest ziemlich gut. Oh nein, 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 böse Engelsbestie. Oh, die sollte sich jetzt... Die sollte mich jetzt lieber nicht bemerken, während ich noch diesen größeren Typen bekämpfe. Bitte nicht. Yes! Und er lässt sogar ein Diamantspatstück fallen. Perfekt. Ich sollte mal wieder den guten... Ach, unser Schmiedefreund. Jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen. Shit. Hey. Kümmern wir uns erstmal hier um die Gegner. Uah. Wow. Boah, das war knapp. Okay. Na, ja, komm her. Ja, ich dachte, er wollte einen Charge-Angriff machen. Autsch. Wow. Okay. Soweit, so gut. Sobald ich hier irgendwo kleinere Gegner sehe, erledige ich sie auf jeden Fall mit meinen Feuerangriffen. Mit meinen schnellen, kurzen Feuerattacken. Diamantspatzsplitter. Schön vorsichtig, langsam aber sicher vortasten. Hm? Ist da oben irgendwas zu sehen? Was Interessantes? Ah, damit bin ich in der Lage, ihre Nester zu zerstören. Oi. Hat aber eine ganz schön nice Hitbox. Meine schöne Kreuzklinge. Finde ich super. Wirkt zwar etwas dezenter als die, die Krieg eingesammelt hat, aber dafür ist sie genauso effizient. Mindestens. Diamantspatzsplitter. So, erstmal das Ding hier oben kaputt machen. So. Her mit allem, was du aufgesogen hast. Das ist schon etwas größer, dieses Areal. Deswegen sollten wir uns schön ordentlich umsehen, um hier auch möglichst alles mitnehmen zu können. Hm? R2 gedrückt und mit der Kraft der ausgerüsteten Fähigkeit, was? Das habe ich jetzt nicht rechtzeitig lesen können. Können die das nicht noch einmal anzeigen? Diesen Tutorial-Tipp.
nicht auf irgendetwas hier in der Nähe zielen. Ah, zum Beispiel dieses von Spinnennetzen eingeschlossene Ding. Moment, wie lade ich es mit meiner momentanen Fähigkeit auf? Ah, R2 gedrückt halten. Okay. Jawohl. Sehr schön. Das ist zumindest ein Weg, weiter voranzukommen. Oh, und laut dem Totenschädel ist das auch der richtige Weg. In Richtung Wollust. Keine Ahnung, ob der blaue Totenschädel jetzt Wollust anzeigt, aber es ist zumindest der Weg zur nächsten Todsünde. Der Storypfad. Deswegen werde ich hier erst einmal ein kleines bisschen weiter rumlaufen, die anderen Gegner erledigen und langsam aber sicher das ganze Gebiet hier clearen. So. Was war das? Okay. Ganz ruhig. Die Tatsache, dass das hier von Leichen übersät ist, das Gebiet, sagt gar nichts. Ich meine, die meisten Viecher sehen so aus, als ob sie Leichen von den Gegnern der Engel wären. Von daher ist gar nichts Beunruhigendes. Ich meine, ich hoffe jetzt mal stark, jetzt wo wir uns mit den Engeln verbündet haben und einen Pakt mit ihnen geschlossen haben, dass ich eben jetzt nicht mehr von den Engeln selbst angegriffen werde. Es sei denn natürlich, es gibt ein paar gewisse Engel, die sich gegen Uziels Befehle stellen wollen. Wow. Hoffentlich das Gebiet leer. Ich hoffe, das war der letzte. Sieht leicht danach aus. Okay. Was haben wir hier? Eine Obscurus-Verbesserung. Verbesserungen können an eine Waffe aus deinem Waffeninventar gesockelt werden. Eine gesockelte Verbesserung verleiht der Waffe einen aktiven und passiven Vorteil. Ja. Die Frage ist, was genau macht jetzt diese Obscurus-Verbesserung genau? Au, die Erlösung kann ich auch sockeln. Ja, hallöchen, jetzt reden wir Klartext. Ah, das finde ich super. Meine Fernkampfwaffe kann ich auch ein bisschen upgraden. Es ist nicht bekannt, wer Erlösung geschmiedet hat. Eine der 5 heiligen Kreuzklingen, die von den stärksten Engeln des Himmels getragen werden. Naja, zumindest wird jetzt Erlösung und die Kreuzklinge von Krieg, die sind jetzt in den Händen der 4 Reiter. Einige sagen, der Schöpfer selbst habe sie hergestellt. Andere zeigen in Richtung des ersten und bedeutendsten Erschaffers. Wer auch immer es war, die Macht von Erlösung ist unumstritten. Jeder Krieger, der mit diesen heiligen Waffen ausgestattet ist, versetzt seine Gegner in Angst und Schrecken. Schauen wir uns mal an, was wir hier, da, sprunghafter Obscurus. Plus 8% generiertes Chaos durch diese Waffe. Plus 8,3% Unverwundbarkeitsfenster beim Ausweichen. Oh! Oh, hallöchen! Jetzt wird's aber richtig interessant hier. Soll ich fliehen oder stelle ich mich meiner wahren Natur? Hi! Unverwundbarkeitsfenster beim Ausweichen ist ja schon... Das interessiert mich jetzt instant. Wisst ihr was? Das würde ich sogar am liebsten sofort ausrüsten. Alle anderen Sachen sind ja ausgerüstet, deswegen rein damit. Krass. Ja, sehr schön. Also verlängere ich auf diese Weise quasi meine Invisibility Frames. Oh ne, Invincible Frames, nicht Invisibility. Das ist was anderes. Ach, mein Gott. R2 gedrückt halten, das kann nicht so schwer sein. Okay. Und wenn ich meine... Ups.
Sturmgestalt benutze, bringt genauso wenig. Okay. Es ist aber eine Sache, die ich theoretisch abballern kann. Oder abwerfen kann. Ich muss nur noch herausfinden, wie. Wahrscheinlich mit Hilfe einer neuen Fähigkeit. Gut. Dann können wir uns ja jetzt langsam... Oder soll ich lieber noch einmal... Moment. Ich kehre nochmal zu meinem Freund, dem Schwarzen Hammer, zurück. Seinen Spitznamen, den vergesse ich nie. Moment, stand nicht bei einigen Itembeschreibungen sogar sein Name? Dann könnte ich ja so ein bisschen abgucken. Hier. Ultan wird es sehen wollen. Ich wusste, es war irgendwas mit U. Ultan. Okay. Sei gegrüßt. Bitte. Dann. Lass dir Zeit. Schon, hier steht immer noch Fähigkeiten. Och, Leute. Naja. Schmiede des Erschaffers. Wir reisen noch einmal zurück und gucken, was wir an Waffen aufbessern können. Gerade unsere Peitsche und, ja, eigentlich alle Waffen. Mittlerweile habe ich mich an alle Waffen gewöhnt, um ehrlich zu sein. Ob es sich jetzt um die Blitzwaffe handelt oder die Flammenwaffe oder die Peitsche. Natürlich benutze ich meistens die Peitsche und meine Sekundärwaffen nur unter bestimmten Gegebenheiten, aber schadet natürlich nie, mit sämtlichen Waffen vorsichtshalber mehr Schaden machen zu können. Man weiß ja nie, was man in der Hitze des Gefechts so alles anstellt. So, mein lieber Ultan. Zeig mal her, was du hast. In letzter Zeit ist es hier viel lebhafter. Das ist nur dir zu verdanken. Du hast der Menschheit eine Chance gegeben. Dafür möchte ich dir etwas geben. Oh, eine Belohnung. Dieses Schmuckstück verstärkt deine pure Kraft. So wirst du noch bedrohlicher. Ach, Gnade des Reiters. Dieses Medaillon wurde von Ultan geschmiedet und wird vom Glauben und der Wertschätzung geretteter Menschen genährt. Die daraus entstehende pure Energie stärkt Furys Fähigkeiten enorm. Wow, danke. Da möchte was? Wohl jemand mächtig austeilen, was? Oh ja. So, Diamantspartsplitter haben wir mehr als genug, um Erlösungen aufzuleveln. Eins meiner besten Stücke. So, jetzt brauchen wir schon die Fragmente. So, die Peitsche. Ah, jetzt können wir sie auf plus 6 packen. Ja, mach ich. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Und jetzt brauche ich schon die Stücke dafür, alles klar. Ha, was soll ich jetzt aufbessern? Alle drei kosten 2 Stück. Das bedeutet, ich kann einmal alles verbessern. Wisst ihr was? Das mache ich auch. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bin ich. Oh, damit wirst du auch. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Gut, und unsere Peitsche können wir auch noch einmal auf plus 7 machen. Eines meiner besten Stücke. Bam. So, jetzt haben wir nochmal ordentlich aufgerüstet. Interessant. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tun kann. So, schauen wir mal. Okay, wir brauchen 12 Engelsartefakte. Dämonenverstärkung plus 3. Also mit anderen Worten, die Artefakte der anderen Art, die ich gespart habe, muss ich jetzt auf einmal raushauen, oder was? Bewirke ich dadurch physischer und Magieschaden mit der Waffe? Ach so, stimmt. Ach, aber das habe ich ja nirgendwo ausgerüstet, deswegen ist ja Quatsch, das jetzt zu verbessern. Oh, das wäre aber möglich. Das kann ich jetzt auf Maximum packen. Verringerung des physischen Schadens und physischer Schaden mit der Waffe. Das wäre sehr, sehr empfehlenswert, würde ich glatt behaupten. Wisst ihr was? Eines meiner besten Stücke. Und... Oh, dafür brauche ich sogar die Essenz eines Auserwählten. Krass. Ich werde niemals zögern, ich werde niemals aufhören. Hm. Was machen die anderen Sachen hier nochmal? Weil mit den Dämonen-Artefakten kann ich dieses Ding dann auch nicht verbessern. Was brauche ich überhaupt für das Unverwundbarkeitsfenster? Dafür brauche ich Engelsartefakte. Okay, also fällt das hier schon von vornherein zum Aufleveln weg. Was gibt's noch? Dauer der Chaosgestalt. Ja, ist jetzt doch nicht so nützlich wie gedacht. Wahrscheinlichkeit, mit dieser Waffe einen Gesundheitslurcher zu erzeugen. Ja, fällt auch weg.
Ja gut, dann mache ich das jetzt voll. Auf diese Weise bin ich wenigstens in der Lage, deutlich weniger Schaden einzustecken. Das alleine ist schon eine Menge wert. Und natürlich auch der physische Schaden mit der Waffe selbst wird noch einmal ordentlich explodieren. Hätte ich nicht für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Okay, ich habe jetzt die Trophäe. Kannst du das Gleichgewicht, keine Ahnung, spüren? Der ganze Name wurde mir wieder nicht angezeigt, weil der Name der Trophäe wohl zu lang war. Naja, nichtsdestotrotz, bam, damit haben wir jetzt eine Waffe komplett bis zum ausgewogenen Modus aufgelevelt. Interessant. Viel Glück, Fury. Die eine Verbesserung ist somit schon mal auf Maximum. So, wo genau ist jetzt die Belohnung? Was genau verleiht Fury die Stärke des Feuers? Nee, Quatsch. Hier, das. Lurcher, wenn ein Gegner getötet wird, plus 10%. Oh! Von diesem Schmuckstück geht eine destillierte Essenz tiefster Dankbarkeit aus, die einige stärkende Vorteile bietet. Der einzige Vorteil, der aber zugegebenermaßen auch sehr gut ist, 10% mehr Lurcher, wenn ein Gegner getötet wird. Heißt das generell mehr Lurcher? Da steht ja jetzt nicht im speziellen Seelenlurcher. Weil es gibt ja auch Gesundheits-, Zornlurcher und so weiter. Sei gegrüßt. Oi, also mit anderen Worten, ich kriege jetzt zumindest wenigstens deutlich mehr Seelen. Das ist geil. Ne, 10% pro Gegner, das summiert sich mit der Zeit. Das ist geil. 1,1-fache Seeleneinfahrt haben wir jetzt quasi. 1,1-facher Seelenverdienst. Sehr schön. Ich hätte früher zu Ultan gehen müssen. Verdammte Axt. Keine Ahnung, wie viele Menschen ich habe retten müssen, damit er mir diese Belohnung gibt. Wahrscheinlich 5. Übrigens habe ich nochmal in der Trophäenbeschreibung nachgesehen. Tatsächlich, bei 20 Menschen, die man gerettet hat, hören die Trophäen auf. Es gibt für 5 gerettete Menschen eine Trophäe, dann noch einmal für 10, einmal für 15 und einmal für 20. Und die 20er-Trophäe ist als einzige von den 4 eine Silbertrophäe. Also gehe ich stark davon aus, dass insgesamt 20 Menschen hier in der Welt verteilt sind. Und sobald ich die gefunden habe, gibt es nichts und niemanden mehr. Puh. Wenn ich in diesem riesigen Gebiet gerade mal 20 Menschen retten kann. Eieieiei. Ja. Fury hat zwar jetzt so ein bisschen ihren Teil zur Rettung der Menschheit beigetragen, wenn auch nicht ganz freiwillig. Aber dennoch. Aber wie es ausschaut, ist es nur ein Tropfen auf den heißen Stein und die Mission, auf der Tod unterwegs war, hat sich dann doch durchaus mehr gelohnt, was die Anzahl an geretteten Menschen angeht. So, Dornenfragment. Kann ich das hier wegballern? Nö. Moment, steht da einer? Das sah jetzt so aus, als ob da ein Ghoul stehen würde. Jetzt erst einmal den Weg freilegen. Hallo. Okay, lass mich raten. Ja, das ist kein normaler Engel. Das hier ist ein untoter Engel. Lasse los, um Erlösung zu werfen. Okay, bam. Geil. Kann ich jetzt die ganze Zeit, ja, ich kann ihn jetzt die ganze Zeit nur mit der Erlösung verballern, aber das würde ewig dauern. Boah, geil, jetzt mache ich schon über 200 Schaden mit einem einzigen Schlag meiner Peitsche. Das ist ja geil. Herrlich. Bam, Double Kill. Sehr schön. So macht's doch Spaß. Ja. Ich merke so langsam die Anfangsphase von dem Spiel. Die war gefühlt deutlich herausfordernder als alles, was danach kam. Also ich komme mittlerweile deutlich besser in dem Spiel zurecht. Ich, selbst wenn neue Gegner auftauchen sollten, sterbe ich nicht allzu oft. Nur bei den Bossen. Was aber nicht großartig überraschend ist. Stelle ich mich so ein kleines bisschen sterbefreudiger an, sozusagen. Aber, ja, es sind Bosse in einem Spiel, das Dark Soul-mäßig rüberkommen soll. Von daher, oi, schon wieder so ein dicker
Zombie-Schreiber, der in seinem fetten Thron sitzt. Miese Drecksau. Ich habe schon zur Hälfte damit gerechnet, aber nur zur Hälfte. Ich hätte zu 100% damit rechnen müssen. Mieses Drecksvieh. Okay, aus irgendeinem Grund ist gerade die Framerate leicht zusammengebrochen. Sah jetzt nicht so hübsch aus. Sehr schön. Okay, Dickerchen. Wupp. 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 Dein Kamehameha kannst du dir in den Arsch stecken. Nein. Oh. Nein. Na, machst du nichts? Lässt du dir nur von mir den Wanz verhauen? Wow. Was ein faules Stück. Selbst Trägheit hat sich mehr gewehrt als du. Trägheit. Das sollte dir zu denken geben. Nach deinem Tod. Naja. Oioioioi. Da haben wir schon mal den riesigen Kran. Den haben wir ja, glaube ich, auch schon von der Kirche aus gesehen. So ein kleiner Schiffsfriedhof hier. Sieht so ein bisschen danach aus, als ob ich da irgendwann auch nochmal hinkommen könnte. Naja, mit meiner Sturmfähigkeit darüber schweben kann ich mir schon mal abschminken, weil es viel zu weit weg ist. Die Sturmfähigkeit hält ja leider nicht ewig, sonst wäre es wahrscheinlich möglich. Ein kleiner Parkplatz da hinten. Noch so eine zerstörte Brücke. Sieht schon ganz nice aus, das Spiel, muss ich schon sagen. THQ, die wollten hier definitiv mal das Next-Gen-Darksiders erschaffen. Und ich finde, die haben einen guten Job gemacht. Vor allen Dingen mit dem Design der Welt. Ne? Es ist jetzt noch nicht ganz so zerrüttet und zerstört wie bei Krieg, als wir ihn gespielt haben auf der Erde. Aber na, es sieht schon so aus wie der Anfang vom Ende für die Menschheit. Vor allen Dingen das, was zerstörbar ist, hier noch einmal kaputt zu machen, ist herrlich. Auf ihr miesen... Ah, shit. Alter! Okay, die roten Viecher explodieren. Super. So. Aua. Ja, hätte ich vielleicht mehr Abstand von nehmen sollen. So, ich musste eben noch überlegen, wie zum Teufel ich noch einmal mehrere Ziele anvisieren kann. Mit L2 natürlich. Was genau... Was oder wen genau habe ich jetzt bitte schön Schaden gemacht? What the fuck? Das war jetzt sehr strange. Ich habe den Boden verletzt. Oh mein Gott, die Erde selbst stellt sich gegen mich. Ah ja. Diamant spart Fragment. Wow, ein Hinterhalt. So. Easy. Waren das alle? Ja, nur der eine. Ja, aber besser mit den Hinterhalten. Ui, da hinten ist wieder so ein schönes... liebes Ding. Schmeißen wir es doch mal mit der Kreuzklinge ab. Wie gesagt, ich will das nicht, aber... das Spiel lässt mir ja keine andere Wahl, wenn ich dieses Viech irgendwie... auf mich aufmerksam machen möchte. Oh, okay. Das war schlecht scheinbar. Denn das Viech ist jetzt nicht auf mich zugegangen. Natürlich, warum sollte es auch, wenn ich es mit einer Kreuzklinge bewerfe? Das kann ich dem Viech gar nicht verübeln. Hallöchen. Schluss mit dem Leichen anbeten. Großer Lurcherhaufen. Her damit. Ich gehe stark davon aus, da kann ich nicht reingehen. Alter! 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 Wie schnell auf einmal meine Energie runterging. Scheiße!
Weil Fury gar nicht darauf reagiert hat, habe ich gedacht, ach ja, scheint ja doch ganz gut zu gehen. Dann erst gucke ich auf meine Gesundheitsanzeige und denke mir, ach du Scheiße. Alter. Ups. Fuck. Ah, so ein Dreck. Das war jetzt natürlich nicht beabsichtigt. Scheiße. Weil eben die Animation von Fury so ein bisschen gefehlt hat. Ich habe ehrlich gesagt nicht weniger auf meine Gesundheit geachtet, sondern eher auf Fury, ob sie irgendwie durch eine Animation mir anzeigt, dass sie gerade Damage kriegt. Ja. Nö. Nicht wirklich. So, komm her. Oh Mann, ey. Wie viel habe ich? Naja, noch nicht genug für ein Level-Up. Tja. What the? Ah, ich dachte schon. Ich dachte jetzt so, oh Gott, da fällt mir einer in den Rücken. Großer Lurcherklumpen. Ja. Was haben wir hier? Ein sehr großes Gebiet. Okay. Wo ich tauchen kann. Alles klar. Einmal runter und dann schauen wir uns mal an, was dieses Gebiet so alles für uns zu bieten hat an Items. Großer Lurcherhaufen. Es ist schon relativ selten, dass wir Fury mal in ihrer natürlichen Haarfarbe, mit ihrer natürlichen Haarpracht sehen. Normalerweise haben wir ja immer irgendeine Fähigkeit mit ihr aktiv. Ja, und dementsprechend sehen dann auch immer ihre Haare aus. Das hier ist aber nicht der Weg zur nächsten Todsünde. Das scheint ein optionales Gebiet zu sein. Gut. Hoffe ich zumindest. Da werde ich doch gleich mal hinter den Wasserfall gucken, ob es da nicht noch irgendetwas zu finden gibt. Nope. Okay, da fällt mir ein Ticken zu viel Licht auf diesen Stein in der Mitte. Mit dem hat es doch irgendwas auf sich. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas stimmt mit diesem Stein in der Mitte nicht. Es ist irgend so eine Art heiliger Stein oder was? Wollusts Armee der Untoten ist unverwüstlich. Fleißige kleine Sünde. Ach nein, schon wieder so ein Nekromant. Fuck. Zum Glück kann ich seine ganzen Viecher relativ one hitten. Okay. Sehr gut. Puh. So, was genau hat es jetzt hiermit auf sich? Nichts? Das kaufe ich euch doch nicht ab. Scheinbar ist es tatsächlich nichts. Trotzdem, ich behalte dich im Auge, Steinchen. Ja, es rotet leucht. Ja, genau, es leuchtet rot mal, wollte ich sagen. Okay. Oh! Mittelgroßer Lurchhaufen, danke! Ja, das bestätigt schon mal meinen Verdacht, dass ich hier definitiv noch irgendeine andere Fähigkeit brauche. Okay, sind hier kleine Käferchen in der Nähe? Ich sehe jetzt zumindest nirgendwo eine kleine Röhre, aus der sie immer rausklettern. So ein kleines Nest. Ja, nee, hier wird es nicht. Oi, 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 oi. Hallo. Puh, nein. Aua. Nein, scheiße. Ah. Okay, ich bin viel zu schlecht ausgewichen, gebe ich zu. Oi, 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 oi. Ein komplett neuer Gegner, alles klar. Da bin ich jetzt gespannt. Das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, diese Niederlage.
Den werde ich noch einmal herausfordern. Allerdings nicht in diesem Part, denn ich habe bereits gesehen, dass der Wecker zwischendurch geklingelt hat. Und jetzt habe ich ja noch ein paar Minuten darüber hinaus aufgenommen. Von daher, den Part werde ich jetzt an dieser Stelle beenden. Und die Rache an diesem Viech werde ich erst im nächsten Part nehmen können. Von daher, Leute, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und einen Kommentar da, falls es euch gefallen haben sollte. Habt ihr es schon bei einigen meiner Videos getan, ist es euch ja vielleicht schon ein Abo wert. Nichtsdestotrotz, danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.